Hi zusammen, das hier wird nur ein ganz klitzekleines Infovideo und zwar ist es so, dass wir haben heute den 17.09. und das heißt, morgen geht die Konnichi los, für mich erst übermorgen. Ich bin beide Tage dort, Samstag und Sonntag, das hatte ich auch schon mal in einem anderen Video erwähnt, aber ich dachte, ich mache nochmal ein kleines Infovideo und zwar werde ich mein Aralee-Cosplay tragen, von dem ich euch jetzt hier ein Bild einblenden werde. Ja, und was gibt's noch zu sagen? Eigentlich nichts. Ich wollte euch nur wissen lassen, dass ich auf der Konnichi dieses Jahr anwesend sein werde. Zwei Tage, Samstag, Sonntag. Samstags im Cosplay, sonntags wahrscheinlich zivil. So in meinen Gammelklamotten. Ja, ansonsten gibt's nicht wirklich viel zu sagen. Deswegen mache ich jetzt noch ganz kurz die Auslosung von meinem kleinen Gewinnspiel, wo ihr den Sticker aus meinen Attack on Titan Bonbons und zwei Bonbons gewinnen konntet. Und weil ich eben übermorgen zur Konnichi fahre, werde ich wahrscheinlich auch noch ein, zwei Kleinigkeiten von der Konnichi dazulegen. Das heißt, derjenige bekommt dann noch so vielleicht ein bisschen Gratis-Stuff oder vielleicht ein, zwei andere Kleinigkeiten. Das muss ich dann mal gucken, was ich da so finde. Jo, und deswegen schwinge ich mich jetzt direkt zur Verlosung. So, hier sind alle Lose drin. Ich habe sie in meine kleine, süße Hello Kitty-Box, Dose, whatever. Das Teil ist schon mega alt. Man sieht schon, das ist nicht mehr ganz sauber und so. Aber da habe ich alle eure Lose reingepackt. Und jetzt gibt es die Auslosung, wer eben die beiden Bonbons und den Sticker gewonnen hat. Und ja, wie gesagt, noch so ein paar kleine Konnichi-Sachen werden wahrscheinlich dazu wandern. Deswegen werde ich dieses kleine Päckchen dann auch erst nach der Konnichi versenden. Auf Wunsch kann ich auch euch noch eine kleine Wunschzeichnung dazulegen oder eine Kakaokarte, je nachdem, was ihr lieber haben wollt. Ich richte mich da voll nach euch. Und ja, müsst ihr mir dann nur sagen, ob ihr da irgendwie Interesse hättet. Manche Leute sammeln ja Zeichnungen, andere eher weniger. Und deswegen sagt mir dann einfach Bescheid, ob ihr gerne noch eine Zeichnung hättet. Und wenn ja, welchen Charakter ihr haben wollt. Ich zeichne euch so ziemlich jeden, solange ich ihn halbwegs hinbekomme. Ja, und deswegen, ja, hier sind jetzt die Lose drin. Ich schüttel es nochmal. So, und fische mir jetzt ein Los raus, wenn ich es aufkriege. So, ich habe das jetzt ganz kurz nur geöffnet, weil ich den Reißverschluss nicht mit einer Hand aufgekriegt habe. Hier sind alle Lose drin. Ich werde mir jetzt einfach irgendeins, das hier. Also, das hier ist das Gewinnerlos. Dieses Los hier wird den Sticker plus Bonbons plus irgendwelchen Kram von der Konnichi bekommen und wir gucken jetzt mal, wer gewonnen hat. Und es ist MyPudding25. Interessanter Username, MyPudding. Aber ich habe alle Usernamen, so wie sie in den Kommentaren standen, aufgeschrieben. Also sollte das hier stimmen. Ja, also du hast gewonnen. Du kriegst von mir den Sticker plus die Bonbons und eben noch, was ich so ein bisschen an Kleinkrusch auf der Konnichi vielleicht für dich finden kann. Und wenn du gerne eine Zeichnung dazu haben wollen würdest, darfst du mir das auch sehr gerne mitteilen. Ich werde dir in den nächsten paar Stunden wohl auch eine Nachricht hier auf YouTube schreiben, wo du mir dann deine Adresse mitteilen darfst und so weiter. Für alle, die jetzt nicht gewonnen haben, nicht traurig sein, bald kommt auf jeden Fall wieder eine Verlosung und dann könnt ihr sicher auch die ein oder andere Kleinigkeit abstauben, denn eigentlich wollte ich schon zu meinen 600 Abonnenten eine Verlosung machen. Aber da jetzt sich die Konnichi so ein bisschen zwischen reingequetscht hat und ich da sehr viel zu tun hatte im Vorfeld, wird es wohl erst nach der Convention soweit sein. Und deswegen werde ich da erst wieder eine Verlosung machen. Aber es wird eine geben, da könnt ihr auf jeden Fall drauf gespannt sein. Und ja,
Aber für dieses Mal ist das hier mein Gewinner. Und das war's jetzt auch mit dem Video. Ja, bis zum nächsten Mal. Und falls ihr mich auf der Konichi sehen solltet in meinem Arale-Cosplay, dann wagt es ja nicht an mir vorbeizugehen, ohne mir irgendwas zu sagen. Weil wenn ihr mich erkennen solltet, dürft ihr gerne zu mir hinkommen und mich anspringen und so weiter und so fort. Also ja, gut, dann war's das. Bis zum nächsten Video. Ciao!